Das Okitok Medienfestival von Klaus Glatze. Radio Okitok. So, liebe Leute, wir melden uns wieder hier zurück auf Okitok, denn Okitok Medienfestival, das zweite mit Nomatris hier im Heidis Zauberpark. Und als nächster Referent hier ist heute der Franz Josef Supanz, vv9.at, die ja jetzt offiziell beendet worden ist. Ich bin gespannt, was er uns alles erzählt heute. Ich sehe noch ein bisschen VV9, wird auf jeden Fall heute Thema werden. Und ich übergebe einfach mal das Mikrofon und wünsche euch viel Spaß beim Reinhören, Mithören. Ja, einen schönen Samstagnachmittag hier in Heidis Zauberpark beim zweiten Okitok Medienfestival. Schönen guten Tag raus zu den Zuhörerinnen und Zuhörern von auf den Livestreams, die es jetzt live miterleben und die es später nachhören werden. Heute der Beginn ohne Gong, den gab es insgesamt 193 Mal auf Okitok bei 193 Sendungen von Radio VV9, Verfassunggebende Versammlung, Österreich hat eine gute Zukunft. Das Projekt VV9 wurde am vorigen Donnerstag beendet. Die Sendung 193 war also die letzte Sendung aus dieser Serie. Es gibt in den Sendungsunterlagen zur Sendung 193 nach wie vor auf der Webseite radio.vv9.at das Magazin zur Sendung, und da steht auch drinnen, warum dieses Projekt beendet wurde. Und ich will jetzt noch einmal das ganz kurz erklären und vorlesen. Die Geschichte ist, dass wir hier in Österreich ein sogenanntes Verfassungsgesetz haben, und wenn auf einem rechtlichen Text draufsteht, dass es ein Gesetz ist, dann ist auch ein Gesetz drinnen. Wenn auf einem rechtlichen Text draufsteht, dass es eine Verfassung ist, dann ist auch eine Verfassung drinnen. Und in dem Fall, wenn es sich um ein Verfassungsgesetz handelt, dann geht in dem Fall der Begriff Gesetz vor. Der Unterschied zwischen einem Verfassungsgesetz und einer Verfassung ist, dass es für eine Verfassung einen Volksentscheid geben muss. Nachdem das 1955 von den Alliierten, kann man sagen, nicht gemacht wurde, haben sie uns ein Verfassungsgesetz hinterlassen, aber nicht nur ein Verfassungsgesetz, sondern auch ein Neutralitätsgesetz. Und die beiden, und das Neutralitätsgesetz steht im Verfassungsrang bei uns. Das heißt, wir haben eine rechtliche Situation hier in Österreich, dass wir mehrere Gesetze haben, die im Verfassungsrang stehen, weil in der Verfassung kann es nicht stehen, weil eine solche wir nicht haben. Und dann gibt es eine Menge Paragraphen innerhalb der Gesetze, die im Verfassungsrang stehen. Holzinger hat ein Buch geschrieben darüber, der Dr. Holzinger, der Chef des Verfassungsgerichtshofes, der ehemalige, und hat die Frage beantwortet, wo kann man sich einen Überblick verschaffen, wie es mit der Verfassung in Österreich ausschaut. Dann hat er geschrieben, in einem Buch wie diesem, das ist also mehrere hundert Seiten dicker Schmöker. Jetzt stellt es sozusagen eine juristische Lücke dar, die im Grunde genommen schließbar ist, sofern das Volk sich dazu entscheidet, das zu schließen. Und
deshalb haben wir dieses Projekt der verfassunggebenden Versammlung auf den Weg gebracht. Das hat am 26.10.2015, am Nationalfeiertag 2015 begonnen. Es hat am 25.10.2015 auch einen ganz, ganz aktuellen Anlass gegeben, nämlich dass der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer übers Radio erklärt hat, dass die Grenzen nicht mehr schützbar sind. Wenn jetzt eine Staatsgewalt nicht mehr in der Lage ist, das eigene Staatsgebiet zu schützen, nennt man das Versagen der Staatsgewalt. Wir haben bis heute keine wesentliche andere Situation. Das ist bekannt als die Migrantenflutung, die Flüchtlingspolitik, wie immer man dazu sagen möchte. Wir haben eine Situation, dass in etwa 20.000 Personen auf den Flughäfen abgefertigt werden mit einer Vollkontrolle inklusive Scanner und Passkontrolle und. Und wir haben heute die Situation, dass unsere Regierung sagt, es kommen nur 100 sogenannte Illegale über die Grenze, mal 365 sind das 36.500 im Jahr. Das ist also jetzt ein Mangel, der von der Bevölkerung zunehmend erkannt wird, dass hier ein Teil der Staatssouveränität fehlt, und das ist der Grenzschutz. Das wird anscheinend noch eine Zeit lang so bleiben, denn es gibt hier keinen wirklichen politischen Willen, die Situation zu bereinigen. Ein Detail am Rande ist, dass vor in etwa 3 Monaten der EU-Gerichtshof entschieden hat, dass es von den Regierungen nicht rechtmäßig ist, also unrechtmäßig ist, wenn sie, wollen wir sie nennen, Migranten über die Grenze lassen, ohne sie zu registrieren und diese dann möglicherweise weiter transportieren. Wir hatten 2015 die Situation, dass der ÖBB-Chef Kern, der heute Bundeskanzler ist, 300.000 Flüchtlinge per ÖBB mit, glaube ich, 264 Sonderzügen in einer Unzahl von angemieteten Autobussen von Privatunternehmen, weil die Kapazität nicht gereicht hat, und in einer Unzahl von angemieteten privaten Taxis weiter transportieren hat lassen. Das Wort Schlepperei wird vom EU-Gerichtshof nicht verwendet, aber das wäre im Grunde genommen jener Zustand, wo Bundeskanzler Kern natürlich juristisch überhaupt nicht angreifbar ist, weil er als Bundeskanzler immun ist. Wohin können weiter transportieren? In erster Linie nach Deutschland. Dass wir dieses Projekt der verfassunggebenden Versammlung jetzt am vorigen Donnerstag beendet haben, das liegt also nicht an der in einer mangelnden Rechtmäßigkeit derselben, denn in diesem Bundesverfassungsgesetz von 1955 steht ja in Paragraphen 1 drinnen, Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Ja? Und das höchste Recht eines Volkes ist eben, einen Volksentscheid über eine Verfassung anzustreben. Es gibt auf der Webseite vv9.at, die Webseiten bleiben also alle aus Dokumentationsgründen online. Es ist ja doch ein Stück österreichischer Geschichte, dass das auf den Weg gebracht wurde, und auch ein Stück österreichischer Geschichte, dass das Projekt beendet wurde. Und es gibt hier zwei Merkblätter zur rechtlichen Situation, in dem das näher erläutert ist. Wir haben mehrere Gesetze im Verfassungsrang, wie zum Beispiel eben das Neutralitätsgesetz, das ja soweit bekannt ist. Aber weniger bekannt ist dieses Gesetz heißt Gesamte Rechtsvorschrift für den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Das ist vor einem Monat durchs Parlament gegangen, wiederum, weil es geändert wurde, weil 3 neue Staaten das unterzeichnet haben, darunter auch Palästina. Das heißt, Palästina ist diesem Internationalen Pakt über die Rechte
beigetreten und das wurde vom Parlament bestätigt. Und hier gibt es wiederum einen Artikel 1 und einen Paragraph 1. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung. Nun gehört es so ein bisschen zu einem grundsätzlichen Hausverstand, wenn man Gesetze liest, dass man versteht, dass der Gesetzgeber in den Paragraphen 1 das Wichtigste reingeschrieben hat. Das wird also nicht in den letzten Paragraphen geschrieben, sondern das wird immer ganz vorne hingeschrieben und das hat eine gewisse rechtliche Wichtigkeit in der Reihenfolge. Deshalb werden nur die beiden Paragraphen 1 hier zitiert, weil das sind die zentralen, wichtigsten Paragraphen dieser beiden Gesetze. Ja, dann haben wir da weiter erklärt, deine verfassunggebende Versammlung dazu dient, den Völkern zu ermöglichen, jenes Recht zu setzen, das ihnen und nicht vorrangig etwaigen fremden Obrigkeiten dient, bedarf es allerdings jetzt in der Phase, wo wir am Anfang waren, des Interesses des Volkes, dies auch umzusetzen. Die nun beinahe zweijährige Erfahrung hat ergeben, dass dieses Interesse an einer echten Selbstbestimmung hier in Österreich nicht geweckt werden konnte. Dies steht in unmittelbarer Verbindung damit, dass der öffentlich-rechtliche ORF, der die gesetzliche Verpflichtung hat, und die Privatmedien trotz vielfacher Aufforderungen den Mantel des Schweigens über dieses Projekt breiteten. Ebenso wurde diese legitime Möglichkeit von den politischen Parteien totgeschwiegen. Auch der Bundespräsident und die Höchstrichter fanden dieses Projekt keine Antwort wert. Wir haben in den verschiedenen Sendungen, ich kann jetzt nicht sagen genau welche das waren, immer wieder davon berichtet. Ich habe also Anrufe von Journalisten bekommen. Ich habe mit allen Zeitungen und mit dem ORF-Journalisten Kontakt gehabt. Bekannt ist ja der Staatenbund geworden durch den Missbrauch, durch die Ungar-Geschichte, die sehr wohl in den Medien aufgeschlagen ist. Und jetzt in der Vermutung, dass ich auch da dazugehöre, bin ich eben kontaktiert worden von diesen Journalisten, habe ihnen dann die Webseite bekannt gegeben, habe nichts mehr gehört, habe dann nach angerufen und habe nachgefragt, ob sie Interesse haben, irgendetwas zu machen. Und dann hat es sofort geheißen, nein, da wollen wir nicht darüber berichten. Erfahrene Juristen und Medienleute, denen ich das erzählt habe, die haben dann zusammenfassend gesagt, ja, ich meine, das ist ganz klar, das macht ja einen Sinn, was ihr da macht. Das wird nicht berichtet. Weil wir wissen, warum man nicht berichtet, oder? Weil es Sinn macht. Eben weil es Sinn macht, wird darüber nicht berichtet. Ja, ich meine, die Wahl zum nächsten Bierbauch, ja, das ist Jungle Camp, das ist berichtenswert, ja. Wir kommen da heute noch drauf, in einer Analyse der Struktur der Eliten, da sind die Medien drinnen und in einer Analyse der Struktur der Medien, da wird es dann ein bisschen klarer. Gut. Der nächste Punkt war, dass die Menschen, die davon wussten und es sogar für sehr gut befanden, dass Österreich, das keine vom Volk abgestimmte Verfassung hat, eine neue Volksverfassung entwickelt und darüber abstimmt, haben die Botschaft nicht weitergetragen. Das heißt, es ist das Verschweigen nicht nur von den Medien gewesen, sondern sogar von jenen Österreichern und Österreicherinnen, denen das gefällt. Das wiederum hat zu tun mit dem Chill-Down-Effekt, so heißt es in der Fachsprache, dass diese Ungar-Staatenbund-Missbrauchsgeschichte dieser rechtlich korrekten Idee hochgespielt worden ist und keiner mehr damit etwas zu tun haben wollte. Dass dahinter System steht, werden wir dann im Laufe dieser Stunde noch sehen. Auf alle Fälle ist damit nun offensichtlich geworden, dass der Wunsch nach einer Grundsatzreform unseres Staatswesens im Volk nicht vorhanden ist. Dass das gewährte Recht zur Selbstbestimmung nicht wahrgenommen wird. Es ist damit vergleichbar, dass ein wertvolles Erbe nicht angetreten wird,
das wertvollste Recht eines Volkes von unserem Volk nicht in Anspruch genommen wird. Dies ist zu akzeptieren, denn wenn ein Volk seine Bestimmung lieber fremden Mächten überlässt, als seine Geschicke selbst zu lenken, so ist es wohl der Wille des Volkes. Postskriptum: Aus Gründen der Dokumentation bleiben die Webseiten vorläufig online, werden jedoch nicht mehr weiterentwickelt. Wie gesagt, das Projekt ist beendet. Die Dokumentation bleibt aber in der vollen Länge erhalten. Wie lange voraussichtlich? Wir werden das stehen lassen. Also vorläufig einmal vorläufig besteht das ja, ich glaube, aus 15 verschiedenen Domain-Urdels, und wir werden das dann zusammenführen auf einen, und damit wir einfach diese Kosten von, ich glaube, 120 Euro im Jahr uns einsparen, weil das ist ja eigentlich nicht sehr teuer, wenn man solche Domains macht, und die technische Umsetzung, ja, die ist ganz simpel und einfach, wer es kennt, und da ist also nicht, da ist also keine große Geschichte dahinter. Gut. Das ist jetzt mehr oder weniger, hat Radio VV9, verfassunggebende Versammlung, dieses Projekt mit der Sendung 193 seinen Abschluss gefunden und wird auch das Programm und ist auch das Programm beendet. Ja? Es hat viele, viele Reaktionen gegeben, und die sind also mir zugestellt worden auf den verschiedensten Wegen, dass viele Menschen gesagt haben, ja, aber bitte, das war ja sehr interessant, was du da erzählt hast, und das tut uns ja voll leid, dass das nicht weitergeht. Jetzt haben wir darauf reagiert. Es wird also im Studio 2 von OKidoc ein neues Studio geben. Wir haben vorläufig einen Projektnamen Studio Evolution, Aufbruch in eine menschlichere Zukunft, altes Menschheitswissen, tiefe Erkenntnisse, neue Freiheit. Ohne dass hier speziell auf diesen politischen, juristischen Aspekt, der nicht verstanden wurde, der, wenn er verstanden wurde, zu groß war, hat sich vielmals herausgestellt, diese 360-Grad-Sicht auf eine neue Staatlichkeit zu halten, das hat abgeschreckt, ja. Und das Dritte war dann natürlich der Chill-Down-Effekt, der über die Medien gekommen ist, in dem dieses Hilfskonstrukt des Staatenbundes, das die Ungergruppe hochgehalten hat, ja, und das ja überhaupt völkerrechtlich keine besondere Bedeutung hat, außer die wirklichen Staatlichkeiten, die in den Bundesländern vorhanden sind, denn die Bundesländer haben alle Landesverfassungen. Da steht doch oben Landesverfassung, da steht nicht oben Landesverfassungsgesetz. Das heißt, das sind die Völker. Und man sieht es sehr schön an den Burgenländern, denn die Burgenländer sind ja durch die Unrechtsverträge von Versailles im Zuge der Teilung der Doppelmonarchie Ungarn zugesprochen worden. Es ist in den Unrechtsverträgen von Versailles die Grenze zu Slowenien in Kärnten durch die Drau gezogen worden, also Klagenfurt geteilt gewesen. Und das hat zu verfassunggebenden Versammlungen geführt in Kärnten und im Burgenland. Den Begriff Burgenland, das Wort hat es nicht gegeben vor 1921. Und 1922 hat auf Gemeindeebene jeweils eine Volksabstimmung in Kärnten, also Unterkärnten und im Burgenland, stattgefunden. Und die Unterkärntner, die haben bis zu den Karawanken gesagt, okay, wir wollen da zu Kärnten dazu, und das ist akzeptiert worden, weil das ist abgestimmt worden, das waren verfassunggebende Versammlungen mit am Volksentscheid, zu welcher Staatlichkeit sie gehören wollen. Und in Burgenland ist es sehr interessant gewesen, dass Sopron heute
bei Österreich wäre, weil das ist auch gemeindemäßig abgestimmt worden, ich glaube, das ist nur um 10 Stimmen gegangen. Das sind völkerrechtliche Mechanismen. Die sind, nachdem sie an den juristischen Fakultäten in Österreich nicht unterrichtet werden, allen Juristen, mit denen ich gesprochen habe, vollkommen unbekannt. Unseres Wissens nach wurde vom Bildungsministerium 1996 das Fach Völkerrecht auf allen juristischen Fakultäten eingestellt. Warum auch immer. Wir reden heute aber von vielen Völkerrechtsverbrechen, die begangen werden, und ich habe immer wieder den Rechtsstandpunkt gehört. Ja, was ist das mit dem Völkerrecht? Schau an, die Amerikaner bombardieren Libyen, die Amerikaner bombardieren den Assad. Da weiß jeder, dass das gegen das Völkerrecht ist, aber da schert sich keiner darum. Ja, Moment einmal. Wenn ein Recht nicht hochgehalten wird, sondern weggeworfen wird, dann ist über kurz oder lang das Recht weg. Deshalb hat es sehr wohl einen Sinn, das Völkerrecht hochzuhalten, denn es ist ja mehr oder weniger der letztendliche und höchste Schutz, den ein Volk hat gegenüber Übergriffen von außen. Gut. Damit möchte ich mal den ersten Teil jetzt abschließen und kommen wir jetzt zum neuen Programm im Studio 2. Wir werden also da wieder die bekannt gute Musik spielen, für die wir schon viel Lob bekommen haben. Wir werden verschiedene Beiträge von anderen Vortragenden auch einspielen und werden die eine oder andere Sendung auch machen. Die ist allerdings nicht mehr in der Regelmäßigkeit mit Montag, Donnerstag, 2 Stunden, sondern ja, da werden wir es uns ein bisschen leichter machen, sagen wir mal so. Und ich möchte jetzt damit beginnen, zwei Dinge zu erklären, nämlich die recht interessant sind, wie unsere heutige Gesellschaftsstruktur aufgebaut ist. Ich möchte daran erinnern, dass der Präsident Bushboy einmal auf einer der großen Veranstaltungen, auf einer der Veranstaltungen im Weißen Haus, wo also die ganzen Industrie- und Medienvertreter und Politikvertreter anwesend war, Folgendes gesagt hat: Andere nennen euch die Elite, ich nenne euch meine Basis. Und alle haben gejohlt. Und damit ist dieser Begriff, den Bushboy geprägt hat, offiziell mit den Eliten. Der alte Bush hat am 11.09.1991 den Begriff New World Order geprägt, indem er gesagt hat, das ist die Zukunft der Welt. Das sind also keine Begriffe, die irgendeine verschwörungstheoretische Anrüchigkeit haben, sondern die sind von den beiden amerikanischen Präsidenten eingeführt worden. Und da kann man ja nicht wirklich sagen, dass die mit einer Verschwörung irgendetwas zu tun haben könnten, denn das ist ja öffentlich gesagt worden. Und jetzt wollen wir den Begriff der Eliten also auch verwenden, und ich verweise hier als Quelle auf den russischen Analysten Wladimir Bjakin. Der ist immer wieder drin in unseren Sendungsunterlagen, und wir haben das Modell genommen und haben das ein bisschen erweitert. Und zwar sind die Eliten, man spricht heute von den Eliten, das ist nicht nur die Elite, sozusagen sandwichmäßig aufgebaut und haben eine Hierarchie. Und das sehen wir hier, das sieht man sowohl supranational als auch national. Ganz oben steht die Finanzelite. Die Finanzelite hat seit ungefähr 10, 15 Jahren jetzt über die Derivate, wo also zukünftige Kurse gehandelt werden, von Kupfer, von Mais, von irgendwelchen Aktien, das nennt man auch das Wettbüro, ja, in etwa einen hundertfachen Umsatz
des, der realen Weltwirtschaft. Das heißt, die reale Weltwirtschaft macht nur mehr 1% des Geschäftes dieser Finanzeliten aus. Und dadurch, dass das Kapital jetzt mit einer Geschwindigkeit verschoben werden kann, dass Milliardenbeträge bis zu 100 Mal in der Sekunde verschoben werden von einem Land aufs andere, das ist der freie Fluss des Kapitals, kann man sich vorstellen, dass natürlich mit diesen Geldmengen, die ja, wenn man genau schaut, was dahinter steht, nur eine Buchungszeile ist, Das ist die Wertdeckung. Mario Draghi hat vor 1,5 Jahren eine Buchungszeile geschrieben, mit der 1.200 Milliarden Euro in die Welt gebracht hat, mit einer Buchungszeile. Die Deckung von diesen 1.200 Milliarden Euro ist genau eine Buchungszeile. Man kann jetzt einen Wert einer Buchungszeile beurteilen, aber man sieht also, dass da doch ein gröberes Ungleichgewicht ist. Es gibt also keine Asset-Deckung, keine Realdeckung mehr davon. Wohl aber gibt es dann, nachdem die Buchungszelle erschaffen wurde, in diesem Spiel die Möglichkeit, man sieht es an Griechenland, sich die Häfen zu holen, sich die Elektrizitätswerke zu holen, nämlich in jene private GmbH, die der deutsche Finanzminister Schäuble gegründet hat. Und das sind für Griechenland Notverkäufe. Und das ist natürlich ein super Geschäft für die Finanzeliten. Das heißt, hier haben wir anerkannterweise als die oberste Elite eben die Finanzelite. Diese leistet sich nun eine zweite Elite und das ist die Medienelite. Da gehört auch die Kunst dazu, da gehört auch die Werbung dazu. Wir werden uns diese Elitenschicht noch im nächsten Teil des Vortrages genauer anschauen. Über diese Medienelite steuert die Finanzelite die Politik. Es ist also sehr, sehr klar, wenn ORF darüber berichtet, dass Bundeskanzler Kern als ÖBB-Chef gegen EU-Recht verstoßen hat, wofür es ein Urteil vom EU-Gerichtshof gibt, würde das berichtet werden, würde das den einen oder anderen von uns interessieren. Es könnte auch rechtliche Konsequenzen haben. Jetzt kontrolliert die Finanzelite die Medien, dass darüber der Mantel des Schweigens gebreitet wird, und dadurch steuert sie die Politik. In Deutschland sagen viele Analysten, wenn die Bild-Zeitung und Spiegel wollten, wäre die Merkel in 3 Tagen weg. Keine Chance. Warum? Weil die Medien dafür zuständig sind, wie das Volk denkt. Und die Medien sind aber nicht eigenständig, sondern die machen das im Sinne der Finanzeliten. Und diese Politik bestimmt dann auch die Verwaltung. Wir sehen also diese Medienelite. Ein schönes Beispiel ist die Zeitung der WKO, der Wirtschaftskammer Österreichs, wie der schwarze Finanzminister die Registrierkassenpflicht eingeführt hat. Es war die Zeitung der Wirtschaftskammer voll begeistert. Und wer die letzte Ausgabe auf der Webseite der Wirtschaftskammer liest, was tut deine Wirtschaftskammer für dich, dann steht da drauf, dass jetzt die Verhandlungen geführt wurden, dass sich jeder Unternehmer ganz genau nach dem Update, von dem Software-Update, weil das ist ja ein Computersystem verkauft worden, dass die Umsätze direkt ans Finanzamt gemeldet wurden, und das war aber irgendwie zu unsicher. Das ist dann gleich nochmal mit anständigen Kosten für die Unternehmer verbunden gewesen. Und jetzt hat die Wirtschaftskammer das als Service für die Unternehmer gemacht, dass das Finanzamt ganz sicher jeden Umsatz weiß. Über 6.000 Betriebe haben bereits zugesperrt in Österreich deshalb, weil sie es einfach nicht mehr finanzieren können. Um hier ganz kurz 3 Zahlen zu nennen, die Ankündigung war, dass es zu einer Steuererhöhung von mehr Steuereinnahmen von 900 Millionen Euro kommen wird. Es sind weniger als 200 Millionen Euro geworden,
und die Wirtschaft wurde mit mehr als 500 Millionen Euro belastet. Und das ist der Erfolg der Wirtschaftskammer und so profitieren die Zwangsmitglieder von den Tätigkeiten der Wirtschaftskammer. Und ich habe mir das selber angeschaut, wie die Wirtschaftskammer ausgeschrieben hat, welcher Registrierkassentyp bist du? Da waren die Veranstaltungen voll. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, wie die Medien jetzt die Verwaltung ermöglichen können und wie die Medien die Struktur unseres Obrigkeitsstaates im Griff haben und stabilisieren. Und die vierte Elite ist die technische Elite. Begonnen hat es mit den Baumeistern. Wenn da irgend so ein König ein großes Reich gebildet hat, nehmen wir das erste und größte Weltreich, das es bis heute gegeben hat. Das war das persische Weltreich unter Darius. Das ist also gegangen vom östlichsten Stan bis halb Afrika hinunter, bis Spanien rauf. Dann hat er Persepolis gebaut. Unglaublich riesige Tempel, riesige Gebäude. Und dazu braucht man technische Elite, die das bauen kann. Das ist im Grunde genommen auch die Basis der Freimaurerei, wo bitte der Zimmermann Josef, der Vater vom Jesus, dazu gehört hat, weil die Zimmerei, also Dachstuhl machen, ist noch immer komplizierter als Mauern und wer einen Dachstuhl machen kann, der kann die Mauer aufstellen. Das waren also damals sozusagen die Spitzentechniker, das war die damalige technische Elite, ja. Der berühmte Schlussstein vom Bogen, den man vor allem in Salzburg auf beinahe jedem Haus sieht, das älter als 50 Jahre ist oder so, ist sozusagen das Zeichen des Stolzes. Wir waren hier, weil wir können das. Wenn man sich anschaut, 9/11, die großen Towers vom World Trade Center, die muss man einmal bauen können. Das ist nicht so, dass man dazu keine technische Elite braucht. Die einfachen technischen Eliten sind dann die Handwerker, da gehören durchaus die Kleidermacher dazu, da gehören die dazu, die getöpfert haben, das Geschirr gemacht haben, das produzierende Gewerbe. Und wir sind so um 1850 herum, nachdem die Dampfmaschine erfunden wurde, reingekommen in das Zeitalter der Industrialisierung. Wir kennen die Weberaufstände eventuell, die so um 1860 herum stattgefunden haben. Und das ist weiter gegangen und die technische Elite produziert für heute eine Technologie, die heißt Smart. Das ist also das Spitzenprodukt der technischen Elite, das ist eine globalisierte Elite. Ja, und jetzt kommen wir erst zur ersten Zeile. Es gibt auch noch eine supranationale Elite, weil bis jetzt haben wir nur von den nationalen Eliten gesprochen. Und diese supranationale Elite ist sozusagen die geistige Führung der Welt. Das ist etwas, was über der Priesterschaft steht, über den Religionen steht. Und es gibt hier den mächtigsten Verein der Welt, so zumindest hat ihn die New York Times 1962 in einem Artikel genannt, ist so gut wie nicht bekannt bei uns, heißt Council on Foreign Relations, cfr.org. Und wenn man das Mission Statement durchliest, die haben also ein paar Thinktanks, die gehören dazu, die denken da immer noch, ne? Und wenn man das Mission Statement durchliest, dann steht da ganz klar drinnen, dass der Council on Foreign Relations nachdenkt und bekannt gibt, wie es mit der Welt weitergeht. Nämlich bekannt gibt der technischen Elite, der Industrie, wie sie die Produkte weiterentwickeln soll, den Staatsmännern, wie die Zukunft ausschauen wird, den Medien, was berichtet werden soll, den Finanzeliten, wie investiert werden soll. Und das ganz besondere Schmankerl ist, dass da drinnen steht, auch allen religiösen Führern dieser Welt. Für die denkt er auch noch.
Das ist also sozusagen diese supranationale, die erklären sich zu dieser supranationalen Elite. Ist hier nachzulesen, es gibt eine europäische Abteilung davon, das ist der European Council on Foreign Relations. Ich habe jetzt nicht im Kopf, welche österreichischen Parteipolitiker da drinnen sitzen, aber... Bitte? Ich glaube, ja, das ist Schüssel, das ist also eher die schwarze Partie, ja, aber es sind sicher von der sozialistischen Internationale auch welche drinnen. Okay. Wie gesagt, ich kann empfehlen, in den Sendungsunterlagen haben wir das immer wieder drinnen, in den Magazinen vom eingestellten Radio VV9.at, das aber aus Dokumentationsgründen online bleibt, wie diese, den Wladimir Bjakin, B-J-A-K-I-N, wer es nachschauen möchte. Ja, gibt es deutsche Übersetzungen davon. Gut. Jetzt kommen wir zu den Medien selber, nachdem das hier ein Medienfestival ist und die Medien, wie wir gesehen haben, hier an zweiter Stelle sind. Die Finanzeliten brauchen wir, glaube ich, nicht weiter betrachten, weil die sind so einfach zu verstehen. Es wird mehr oder weniger gestritten darum, ob 8 Personen oder 63 Personen gleich viel besitzen wie die untere Hälfte der Menschheit. Worüber nicht gestritten wird, ist, dass diese immer weniger werden. Das heißt, immer weniger besitzen immer mehr. Und nachdem wir in diesem Schuldgeld, das durch System, das durch Buchungszeilen wertgedeckt ist, also nicht wertgedeckt ist, leben, ist über die leichte Verschiebung großer Kapitalströme vieles möglich. Wollen wir uns jetzt diese zweite Schicht der Eliten, die Medien, anschauen? Und da beziehe ich mich jetzt auf das Buch von Noam Chomsky. Wer den nicht kennt und Interesse hat an soziologischen Zusammenhängen und Analysen, der ist sehr, sehr empfehlenswert. Das Buch heißt Engine Manufacturing of Consent. Also die handwerkliche Herstellung der gesellschaftlichen Übereinstimmung. Und das ist also von vielen, vielen Analysten erklärt, dass die Medien weder Lückenmedien sind, noch irgendwie Lügen, sondern die haben eine klare Aufgabenstellung, die man kennen muss, und diese Aufgabenstellung bekommen sie von den Finanzeliten und die erfüllen sie ganz einfach. Wie ein Handwerker, dem man sagt, mach das oder das. Ne? Und Noam Chomsky zeigt auf, dass die Medien, und er nennt es 5 Filter haben. Das ist wieder so ein Sandwich-System, oder das zeigt den gesamten Wirkkreis der Medien auf. Er sagt, als erstes muss man schauen, wer sind die Eigentümer. Wir haben hier aus Deutschland die Analyse, dass die gesamten Privatmedien 8 Familien gehören. Das heißt, 8 Familien haben in der freien Presse, im freien Privatfernsehen die Möglichkeit, ihre Meinung bekannt zu geben, die anderen nicht. Hier in Österreich haben wir eine Besonderheit, dass wir neben dem Privatfernsehen und den Privatprintmedien, Privatmagazinen, die auch schon schwerer konsolidiert sind, mit dem deutschen Kartell kann man das nennen, haben wir noch den öffentlich-rechtlichen ORF, der einen gesetzlichen Auftrag hat, unabhängig zu berichten. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, also auch von Radio VV9, wir haben die Sendungsankündigungen an den ORF geschickt. Wer von uns die Sendungsankündigungen bekommen hat, hat gesehen, dass wir die nur an den ORF geschickt haben, ja, damit hier kein Zweifel besteht, an wen wir das schicken. Wir haben die 100 Male jedes Mal ein Dankschreiben vom ORF bekommen. Ja, super, dass uns schreibt, selbstverständlich kümmern wir uns um euer Anliegen. Ja, es hat, glaube ich, einmal vom ORF einen Anruf gegeben, und wie sie die Webseite gelesen haben, haben sie gesagt, nein, interessiert uns überhaupt nicht.
Es geht jetzt dieser Eigentümerschicht der Medien, der Finanzelite, und die Medien sind inzwischen eine Industrie geworden. Das muss man auch verstehen. Das kommt runter von Reuters, geht zur APA und geht dann in die Presse rein. Ich habe gesprochen mit ausgebildeten Journalisten, also Doktor Journalistik oder wie das heißt. Es geht definitiv darum, dem Volk zu verkaufen, was bei Reuters steht. Und das kann man dem Tiroler ein bisschen anders erklären als dem Burgenländer. Aber dass das, was dort steht, richtig ist, das wird nicht in Zweifel gestellt. Noam Chomsky hat einmal noch einen Vortrag, wie er gefragt wurde, wie er das mit 9-11, mit dem Gebäude Nummer 7 sieht, weil da ist ja, wie bekannterweise, sind ja drei Gebäude eingestürzt, nicht? Und beziehungsweise haben sie so in 10 Sekunden in Staub aufgelöst, da kann man ja nicht mehr, sind zerstaubt, ja, zerstaubt, das tun ja Stahl zerstaubt ja üblicherweise vorher nicht und nachher auch nie, nicht, sondern nur dort. Und dass es das Gebäude Nummer 7 gegeben, das um 17.24 Uhr sich in 9 Sekunden in Staub aufgelöst hat. Und ob er, was er dazu sagt jetzt. Und da hat er ganz interessant geantwortet, er ist dem super elegant ausgewichen. Er hat gesagt, ja, die übliche Meinung, er war nicht dabei. Wie soll er es beurteilen, nicht? Und man weiß ja nicht, ob die Bilder gefaked sind, ja. Es steht ja im Bericht von 9-11, im offiziellen Regierungsbericht ist es ja auch nicht erwähnt. Und da hat er das erklärt und auf die Frage, warum berichten die Medien drüber nicht, hat er gesagt, schau, das ist ganz einfach. Die sind alle angestellt. Und wenn das in der New York Times nicht steht, oder steht, dass das halt ein Bürofeuer war, in drei Büros, dass diese Zerstaubung des höchstsichersten Gebäudes in New York ausgelöst hat, dann wissen alle darunterliegenden Angestellten, dass das Firmenpolitik ist. Und man kann vom Autoverkäufer, der Mercedes verkauft, auch nicht verlangen, dass er jetzt da irgendeine andere Marke erklärt, dass die gut ist. Weil der arbeitet ja für die Firma. Der kriegt ja sein Geld von dort. Und so weit sind die schon intelligent, die Journalisten, dass sie wissen, für wen sie arbeiten. Und wenn bitte die Firmenpolitik klar ist und ich arbeite für diese Firma, ja, dann der Rest ergibt sie. So hat er damals darauf geantwortet und hat das erklärt. Die Eigentümer, die zur Finanzelite gehören und diese Medienindustrie betreiben, die haben ein Ziel, Profit. Die gehorchen am Prinzip, das ist sehr einfach zu verstehen, Profit over Life. Wie immer man Profit machen kann, wird Profit gemacht, weil das das Einzige ist, worum es da geht. Und die sind im Wettbewerb miteinander. Das kann man sich vorstellen, hat mir mal einer erklärt. Schau, denen ist langweilig, bei denen ist das wie mit dem Golf spielen. Die hänseln sich gegenseitig, wer welche Firma übernehmen wird. Wer welche Firma besser, schneller, Charry gehen lässt und dann aufschnupft. Ich bin bei solchen Gesprächen selber dabei gesessen, wo es darum gegangen ist, lässt man Charry gehen oder nicht. Und wenn man Charry gehen lassen, wer kriegt den? Es gibt da also Hintergrundmächte, die stehen wiederum nicht in den Medien, sondern da wird der Mantel des Schweigens drüber gebreitet. Okay. Als nächstes sagt Noam Chomsky, wenn man das mit den Eigentümern verstanden hat, die profitorientiert sind, muss man sehen, den Werbeanteil drinnen. Weil jetzt gehören ja die Industrien, die drinnen werben, in den Medien, auch dieser Finanzelite. Und die Medien könnten sich ja nie halten, wenn sie nicht die Werbeeinnahmen hätten. Bei den Privatmedien ist das ganz verständlich. Beim öffentlichen ORF, rechtlich ORF, haben wir ungefähr folgende Situation über den Daumen. Der macht in etwa 1.000 Millionen Euro Umsatz, also 1 Milliarde Umsatz. Daraus kommen, glaube ich, 660 Millionen aus den Zwangsgebühren und in etwa 300 Millionen aus Werbeeinnahmen und der Rest kommt aus Beteiligungen bei anderen Sendern und so weiter. So,
Jetzt ist aber, das ist natürlich schon besonders interessant, dass den Leuten die Zwangsgebühren abgenommen werden, damit sie die bezahlte Werbung anschauen dürfen. Aber okay, das ist ein Geschäftsmodell, es geht wiederum um Profit. Und jetzt gibt es folgenden Zusammenhang zwischen der Industrie, die die Werbung macht, und den Medien. Die Medien bieten oder die Industrie bietet an, dass sie die Werbegelder bezahlt und die Werbung platziert. Und die Medien bieten an die Reichweite. Weil je mehr Reichweite, das wir haben, umso teurer ist die Werbung. Eine Seite in der Kronenzeitung kostet einfach mehr als eine Seite in einem Bezirksplattel. Warum? Die Reichweite. Das ist der direkte Zusammenhang, weil sowohl die Industrie ist profitorientiert, als auch die Medien sind profitorientiert, weil da geht es bitte um Profit und um sonst nichts. Das ist sehr, sehr einfach zum Verstehen. Deshalb sind freie Medien auch was zur Zukunft gehört, damit wir zu einer freieren Gesellschaft kommen. Und das sind Medien, die entweder privat gesponsert sind, oder so wie OkiDoc sich freuen über jeden Euro, den sie an Spenden bekommen, weil sie kein Geschäftsmodell dahinter haben. Was also ein klarer Aufruf war für OkiDoc, ein bisschen was zum Spenden, sage ich auch gleich dazu, weil man nimmt das alles so hin, aber wenn es beste Qualität vom Inhalt ist, es kostet halt nichts super, nicht? Kalt man lieber das Geld und die. Aber die Zwangsgebühren, die führt man dann sehr wohl ab, nicht? Dafür, dass man sich dort die Werbung anschauen kann. Gut, die dritte Schicht der Medien ist jetzt die Elite. Das sind die Elite-Journalisten. Das sind die Elite-Experten. Da hat man die Elite-Experten in Bezug auf die Wirtschaft. Da haben wir Waisenräte. Da haben wir Universitätsprofessuren. Da haben wir Abteilungen von großen Finanzinstituten und die schicken die Experten. Und die Experten erklären und erklären und erklären und erklären. Und das Geld fällt immer nach oben. Haltest du einen Euro hin, zack, ist er schon oben. Die erklären zwar nicht, warum das nach oben fällt, aber die erklären, was derartiges kompliziert ist, dass sich überhaupt keiner mehr auskennt und dass keiner mehr versteht, wenn ich den Euro auslasse, fällt er nach oben, wie gibt. Die haben über komplizierteste Berechnungsmodelle und neue Vokabeln, die sie einführen, machen die große, große Expertenshow, damit keiner versteht, um was es da geht. Wir haben das Gleiche beim Global Warming, das es nicht gibt. Wir haben das Gleiche mit dem CO2, was ja besonders lustig ist, weil wir wissen ja, dass wenn es Menschen psychisch sehr, sehr schlecht geht, dann kann man die in geschlossene Kammern geben, den CO2-Gehalt in etwa auf das Dreifache erhöhen, damit die wieder gesund werden. Wir wissen, dass wir in die Glashäuser heute überall CO2 einblasen, damit die Pflanzen besser wachsen. Wir wissen heute, wenn man das CO2 von der Erde entfernen würde, würden alle Pflanzen sterben. Man muss sich vorstellen, was da umgedreht werden kann von Experten. Das ist also die Expertenelite. Die gibt es also für Politik und die gibt es jetzt vor allem für die Wissenschaft. Diese Elite-Journalisten und Experten, die dienen laut Noam Chomsky der Machtsicherung. Ja. Die Wissenschaftler sind die neuen Priester der Welt. Keiner versteht, was die sagt. Das war früher auch schon so. Was damals der Priester gesagt hat, hat auch keiner verstanden. Die Zivilgesellschaft versteht es. Ja, die Zivilgesellschaft versteht es auf ihre Art und Weise. Und was jetzt interessant ist, es gibt keinen Zugang für Kritiker. Franz, wollen wir gleich noch eine kurze Fragerunde machen? Nein, warte, ich mache das. Ja, zwei Minuten noch, das ist die letzte Folie. Wenn die Kritiker aber kommen und nicht mehr verleugnbar sind, dann kommt die Schmutzmaschine.
nämlich die wirkliche Schmutzmaschine. Schaut euch bitte die Standardberichte über das neue Buch von der Monika Donner an. Lest es unten durch, was in den was oben drinnen steht, was unten in den Kommentaren steht. Ich habe zwischen 2009 und 2011 im Standard unter Franz Josef 3.500 Posts geschrieben. Ich bin einer von den Architects and Engineers von 9/11 Truth, die unterschrieben haben bei dem Brief an Obama, dass neu untersucht werden muss, das Building Number 7. Und ich kann euch nur sagen, das Einzige, was sie gekonnt haben, ist mir Aluhüte aufsetzen, obwohl das überhaupt nichts damit zu tun hat. Eine Vernaderung und eine Schmutzkübelkampagne, ein Angriff, das kann man sich nicht vorstellen, bis der Standard dann hergegangen ist und mir den ersten Account mit den 3.500 Posts gelöscht hat. Ich habe dann Nummer 2 gemacht, da habe ich 100 schreiben dürfen, gleiche Schmutzkübelkampagne, Nummer 3, 4, 5, 6, 7, nach dem 7. habe ich noch 30 schreiben können und dann habe ich das mit dem Standardposten einfach lassen, weil du darfst das dort nicht berichten. Richtig. So, und jetzt kommt die fünfte, das fünfte Konzept der Manufacturing of Consent. Nämlich der gemeinsame Feind, Angst. Kronenzeitung von heute. So schnell geht Dritter Weltkrieg, wie der IS den Terror plant. Terroralarm in zwei Städten. Guru-Anhänger wüten, 30 Tote. Klimawandel zerstört unsere Berge. Terror-Iman gab sich kamerascheu. Terror. Ja, das gehört dazu, um diese gesellschaftliche Übereinstimmung herzustellen. Das ist also, wie die Medien funktionieren und wie das Manufacturing of Consent funktioniert. Und wenn man das versteht, ist auch ganz klar jetzt, dass die Ungergruppe mit dem vollen Unsinn höchst willkommen war, dass groß darüber berichtet wurde und warum wir jetzt, wir waren zwar keine Kritiker, weil wir haben nichts kritisiert, sondern wir haben nur eine rechtliche Möglichkeit aufgezeigt, einfach nie eine Stimme bekommen haben. Hätten wir eine bekommen, wären die Schmutzkübel kommen, aber nachdem wir keinen Fehler gemacht haben und wir uns rechtlich aufgestellt haben, waren wir nicht angreifbar. So, wie kommen wir aus dem Ganzen raus, indem man, da kann ich nur eine Geschichte empfehlen, ich bin Hobby-Buddhist, da gibt es diesen simplen achtfachen Pfad vom Buddha, die rechte Sicht und Anschauung entwickeln, interessanterweise hat der Buddha gleich dazu gesagt, es gibt kein Ego, Ego ist was im Kopf, das gibt es nicht, lasst es, dann geht auf einmal, dann seid ihr auf einmal im Zustand vom Mitgefühl. Weil dann wirst du nicht am eigenen Profit schauen, dann wirst du nicht einen Handel machen mit jedem. Das zweite ist dann die rechte Absicht, also das rechte Denken, die rechte Absicht, die rechte Rede, das rechte Handeln, der rechte Lebenserwerb und dann ein bisschen abgesetzt davon die rechte Anstrengung, die hat mit Konzentration zu tun, also Konzentrationsfähigkeit und Fokus halten können, die rechte positive Ausrichtung, bekannt als Meditation, und dann die rechte Achtsamkeit im Umgang mit der Umwelt, mit sich selbst und mit anderen, bekannt als Kontemplation. Da gibt es also einen Unterschied zwischen Meditation und Kontemplation. Neue Dinge, die in Österreich aufgetaucht sind, eine Webseite mehrdemokratie.at, im wahlwerbende Gruppe, die schreiben die Weißen, das Recht geht vom Volk aus, steht da auf einmal. Möchte nur aufzeigen, ich bin eigentlich, ob in den Medien irgendwas darüber berichtet werden. Danke für die Aufmerksamkeit. Gibt's Fragen? Danke. So, Franz, hallo, grüß dich. Also erstmal möchte ich mich im Namen von Radio Okitalk und
und ich denke auch von allen hier Anwesenden und allen Zuhörern für deine bisherige Arbeit recht herzlich bedanken. Ich finde es sehr schade, dass es leider aufhört, aber ich glaube, das hat einen Sonderapplaus verdient, weil du hast ja wirklich nicht nur mir, sondern sehr, sehr vielen Menschen ein tiefes Bewusstsein oder einen tiefen Einblick gegeben in 193 Sendungen versucht, das Bewusstsein auch dahingehend zu schärfen, was für Möglichkeiten wir als Volk hätten. Ja. Und dafür möchte ich dir einfach von ganzem Herzen danken und das ist wirklich ein Sonderapplaus. Danke zurück, ja, danke. Danke. Was mich jetzt noch interessieren würde, du warst ja eng verbunden oder bist eng verbunden mit der verfassungsgebenden Versammlung Deutschland? Nein. Nicht? Nein. Habe ich das falsch verstanden damals? Es hat da am Anfang gewisse Zeitdauer der Zusammenarbeit gegeben. Wir haben uns dann aber der Realsituation stellen müssen, dass die Ausgangslage in der BRD und in Österreich alleine deshalb verständlicherweise vollkommen unterschiedlich ist, weil wir den Status der Neutralität haben und die haben Atomwaffen vergraben, du willst es nicht wissen. Das heißt, das sind so weit entfernte Ausgangspunkte, obwohl es das gleiche Ziel gibt, dass das einfach andere Wege bedingt. Das heißt, wir können uns da gegenseitig gar nicht unterstützen. Weil der eine kommt von der Seite und der andere kommt von der Seite. Jeweils Dschungel, 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 aber anderer Dschungel. Und die Situation in der BRD ist definitiv härter als bei uns. Somit heißt es aber, wenn ich jetzt also abschließend noch die Frage, würde es zu einer verfassungsgebenden Versammlung in Österreich kommen, ohne Friedensvertrag in Deutschland, dann würde das ja völkerrechtlich trotzdem greifen, weil ja, alle immer von dem Friedensvertrag sprechen und solange Deutschland keinen Friedensvertrag hat, weil Österreich auch bei der Besetzung durch die Alliierten eingebunden war. Nein. Man muss bei den verfassungsgebenden Versammlungen verstehen, dass die nur von Völkern errichtbar sind. Und die Völker sind bei uns die Steirer, die Burgenländer, die Tiroler, die Wiener. Das heißt, es gibt da ganz klare Aussagen von Verfassungsjuristen, dass die Volksabstimmungen in den Bundesländern gemacht werden müssen. Weil die Zweite Republik hat ja kein eigenes Land. Das steht ja bereits in § 2 vom Bundesverfassungsgesetz drinnen, dass Österreich aus den Flächen besteht von den Bundesländern, weil Österreich kein eigenes Land hat. Und nachdem ein Staat ein Land braucht, ein Gebiet braucht, und Österreich keins hat, sondern nur die Länder das haben, ist Österreich sowieso schon ein Staatenbund und hat kein eigenes Gebiet. Beim Burgenland 1921 sieht man das, ne? Bei Unterkärnten 1921 sieht man das, da haben die Völker beschlossen, zu welchem Staat sie gehören, zu welchem Land sie gehören wollen. Mit Burgenland ist ein neues Land errichtet worden, sogar innerhalb der Ersten Republik. Aber die Zweite Republik ist im Grunde genommen auch ein Bund. Darum sagt man ja, das ist der Bund. Deshalb haben wir zum Beispiel einen Bundesrat, in dem die Länder sitzen. In der Gesetzgebung kann ja der Nationalrat was beschließen und das muss der Bundesrat bestätigen. Nicht? Einmal Veto zurück, zweimal Veto zurück, Beharrungsbeschluss, erst dann geht es zum Bundespräsidenten. Das ist ja, Österreich ist ja nach wie vor juristisch so gebaut. Da haben wir nichts geändert mit dem Konzept, wie wir das aufgestellt haben. Dann haben wir es richtig benannt. Gern. So, sonst noch eine Frage? Das System ist ja leicht durchschaubar, das Ganze. Ja. Aber indem man ja solche Sachen gar nicht zulässt und gar nicht bis zu den Medien kommen lässt, weil ja die alle mit drinnen sind, werden die Leute das doch gar nicht erfahren, diese Möglichkeiten. Ja. Und damit ist das sowieso alles gestorben. Das ist der Verdienst des ORF, ne? Naja, der seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommt. Nicht den Privatmedien kann man das nicht wirklich vorwerfen. Ja, nicht? Nur, ne? Weil die haben ja keine Zwangsgebühren. Sie haben es ja schön erklärt, es kommt ja von oben. Ja. Es ist ja nicht der ORF allein, sondern es wird ja ganz ja, von das oben gehört jetzt zu die geistige Führung und weiter gesteuert. Ja. Somit
ist alles gestorben. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Sie sehen, einen Ausweg, um die Massen davon zu informieren, falls sie bereit sind, ihre, würde ich sagen, gut ernährten Körper zu erheben? Die gut ernährten Körper werden Sie interessanterweise nicht erheben, sondern die hungrigen. Es geht uns eigentlich ja zwar immer schlechter, aber noch viel zu gut. Na, schauen wir nach Venezuela. In Venezuela hat bitte der Präsident und die Regierung eine verfassunggebende Versammlung gemacht, um diese Fremdherrschaft durch die USA abzuschütteln, nicht? Weil da geht, Venezuela ist das erdölreichste Land der Welt überhaupt, nicht? Also, die haben sogar einen Haufen Potenzial dahinter. Das Ganze ist aber erst gegangen, wie die Regale leer waren. Ja. Und das ist bei uns zwar zu erwarten, dass der Punkt irgendwann einmal kommen wird, dass die Regale leer sind. Und nachdem die Information im Grunde genommen draußen ist und sie keiner rührt, aber das da ein bisschen im Hinterstübchen ist, geht es dann darum, dass auf der Gemeindeebene was gemacht wird. Weil einer der Knackpunkte ist das Geldsystem. Und wer Wörgl kennt, weiß, dass es auf Gemeindeebene geht. Und wir haben eine Initiative, die ist auf den Webseiten draußen, die heißt Besser als Geld. Da ist das ganz, ganz genau erklärt. Und wenn irgendein Bürgermeister und der Gemeinde einmal die Idee hat, dass man die Ärmsten in der Gemeinde etwas unterstützt, dann ist das heute rechtlich problemlos möglich. Ja, rechtlich möglich. Aber jetzt haben wir, die Finanzelite kann keinen Profit machen mit einem Wörgl-Modell. Genau, aber geben Sie denen eine Chance, dass das passiert? Das kann ich leider nicht. Das kann ich leider nicht sagen, ich bin ja kein Wahrsager. Keine Ahnung. Oder kommen wieder Zeiten, so wie nach dem Krieg, dass das ganze Geld umfällt, dass man sich wieder das Geld vom Volk holt, das nur mehr... Das Gold vom Volk holt, bitte. Ja. Wir haben 1929 die Konfiszierung des Goldes gehabt. Wir haben das, glaube ich, 1948 gehabt. Grund und Boden. Na, Gold vor allem. Silber ist nicht geholt worden, aber Gold wurde geholt, um diese neuen Währungen, die ja Buchungszeilen sind, zu decken. Genau. Also um den Staat wieder zu refinanzieren. Nein, um sich das Gold zu holen. Warum? Ja. Noch einfacher. Ja. Nicht refinanzieren. Es ist nichts refinanziert worden. Es wurde einfach mit einem Schmäh das Gold geholt. So einfach ist das. Ja. Halten Sie das wieder für möglich oder sogar für höchstwahrscheinlich? Ja, den Wahrscheinlichkeitsgrad kann ich nicht angeben, aber wenn es so weiterläuft, wie es im Augenblick läuft, dann nachdem ja das ist ja keine neue Geschichte. Und den Eliten fällt ja wirklich nichts Neues ein, weil die sind ja nicht kreativ. Und warum soll man ein Erfolgsmodell umstellen? Die Frage ist halt, sind wir wirklich in einer neuen Zeit und kommt etwas ganz anderes? Oder läuft diese ganze alte Schiene, die so gut funktioniert? Ich verstehe. Aber dann bitte? Passiert ja wieder nichts Neues. Ne? Naja, wir müssen eins bedenken, es geht um Aufklärung. Und Kant hat formuliert, dass Aufklärung aus zwei Schritten besteht. Das, als erstes muss der Einzelne die Faulheit überwinden, sich zu informieren. Und als zweites muss er den Mut aufbringen, seine Erkenntnis bekannt zu geben. Und wir sehen heute schon bei einer durchaus gut informierten Bevölkerung, die aber nicht den Mut aufbringt, zu sagen, was sie weiß. Und dieser Mut, ja, haben wir Engineering of Consent, Manufacturing of Consent. Und es gibt in Organismen, und die Völker sind Organismen, gibt es sowas wie spontane Evolution. Das heißt, wenn genügend Druck von außen da ist, ja, dann erwacht das Immunsystem des Organismus. Und die Frage ist, ist der Keim stärker oder ist das Immunsystem stärker? Das entscheidet dann darüber, ob der Organismus überlebt. Das ist ganz simpel. Ich kann da keine Voraussage machen, wie gesagt, ich bin kein Wahrsager. Ja. Wenn, ja, sobald die Regale leer sind, schaut es anders aus. Wenn die gefüllt bleiben mit billigsten Dosen Bier, dann schaut es mir schlecht aus. Ja. Super, danke schön für die tollen Fragen. Hat sonst noch jemand eine Frage an den Franz? Ja, bitte.
würde interessieren, welcher Stellenwert in diesem Gesamtgefüge, es gibt natürlich auch Alternativen zu dieser Welt, etwa bei den Medien, Okitalk, überhaupt Alternativmedien. Es gibt auch gewachsene Strukturen auf lokaler und sogar regionaler Ebene, sogar auf internationaler Ebene. Ja. Wir sprechen oft davon, dass nur noch irgendwelche Versammlungen, Sie werden wahrscheinlich sagen, die verfassunggebende Versammlung, aber das muss ja nicht unbedingt gleich eine Verfassung sein, sondern ja. Es gibt ja auch Gemeinde ist eigentlich wichtiger, nicht? Weil dort das reale Leben ist, ja. Also jenseits von Machtstrukturen, welchen Einfluss hat diese wachsende Zivilgesellschaft bis jetzt und wie kann man dieses Kräfteverhältnis? Ja, ich verstehe die Frage und das ist eigentlich auch eine Antwort auf die vorige Frage. Wenn wir bei Kant und der Aufklärung sind, dann wäre daraus nichts geworden, wenn damals nicht der Buchdruck erfunden gewesen wäre. Und da haben wir jetzt das Internet. Und das Internet macht sozusagen die Aufklärung 2.0 möglich, die aber nichts anderes ist als die Aufklärung 1.0. Nicht so faul sein, selber mitzudenken. Und dann haben wir im Internet auf einmal die Möglichkeit, dass man, ja, wie gesagt, ich habe 193 Sendungen gemacht, ne, die ohne Internet nicht machen können. Und da ist jeder von euch jetzt aufgefordert, das rauszutragen und zu sagen, okay, schaut, da gibt's okay, Doc, da gibt's das und das, bitte schaut euch das an. Das Bildungssystem habe ich hier. Das Bildungssystem gehört unter Verwaltung. Gehört unter Verwaltung. Unter Verwaltung, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Part. Und den sieht man, dass er ja bewusst immer tiefer gedrückt wird. Ja. Und man schaut, dass die von ganz klein auf in ein fixes System hineinwachsen. Ja. Und ja, nicht anfangen, selbstständig zu denken. Ja, ich war also 1972 maturiert. Ich habe ein großes Latinum mit 6 Jahren Latein und 4 Jahre Altgriechisch hinter mir. Und uns wurde gesagt, ihr seid die Elite. Und wenn man heute in der steirischen Landespolitik schaut, die Politiker, die in meinem Alter sind und die etwas zu sagen haben, die kenne ich noch als Schulsprecher vom damaligen Gymnasium Köflach, weil mit denen bin ich in den politischen Bildungen, die die SPÖ und die ÖVP jeweils ausgerichtet haben, gesessen. Also ich bin einer, der hätte eigentlich Elite werden sollen. Hat der, nicht der alles auswendig weiß oder das, was er gelernt hat, sondern der darüber hinaus seine eigenen Gedanken entwickelt oder eigene Schlüsse aus einem gelesenen oder gehörten Text ziehen kann. Ja, so. Okay, dann sage ich nochmal vielmals Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, Franz. Also mir merkst schon, es gibt sehr, sehr vieles drüber zu sprechen. Ich glaube, du bist jetzt eh noch ein bisschen hier für Fragen. Wir müssen leider im Programm weiterziehen. Ganz kurz noch als Ergänzung, weil du den CFR, den Council for Foreign Relations, erwähnt hast. Dazu ein Buchtipp, also wer sich dazu ein bisschen ein Bild verschaffen möchte, kann ich nur Gary Allen, die Insider, empfehlen. Das sind 2 Bände, wirklich sehr, sehr gut beschrieben, wie CFR, also der Council for Foreign Relations, aus dem seit den ich glaube 60er Jahren jeder Präsident 1921 gegründet und seit den 60ern damals alle Präsidenten raus, die amerikanischen Präsidenten kommen alle aus diesem Verein und weil ich jetzt mitbekommen habe, was die Fragestellung war für ein Verständnis darüber, wo die Machtverhältnisse liegen und ich glaube, wenn wir wissen, was uns krank macht, dann können wir auch die Fähigkeit entwickeln, uns zu heilen, da kann ich euch von Andrzej Lubaczewski politische Ponorologie empfehlen. Notiert euch, das sind sehr gute Bücher und an der Stelle nochmal einen großen Applaus an Franz, danke für deine Arbeit, wirklich toll, Dankeschön. Danke. So, wir machen jetzt kurz eine Pause und dann geht es 16.30 dann gleich weiter mit dem nächsten Vortrag. Danke. Danke natürlich an Franz Josef Sepanz und danke an Ki, unser Alex aus Vorarlberg, der immer wieder hier super moderiert. Ja, ein Thema, was doch sehr
ja, angenommen wird und die Menschen doch in der Bewegung hält. Ich würde sagen, Dankeschön, und gleich kommt bei uns die Jutta Belle, ist bei uns, und Jutta Belle hat auf dem Programm, ich habe es jetzt gleich direkt vor mir, die Selbstliebe ist dein größtes Geschenk. Anschließend kommt Franz Reutinger, Gesundheit, Wissen und Krankheit ist Macht. Ja, und Norbert Brackenwagen steht da noch bei uns, die Gebrauchsanleitung fürs Leben, und dann noch anschließend ein Podium. Ich sage ganz herzlichen Dank erstmal. Wir machen jetzt noch ein bisschen Musik, bis es dann mit Jutta Belle hier bei Okie Talk dann weitergeht. Musik ab und viel Spaß. Radio Okie Talk. Radio Okie Talk. Von Mensch zu Mensch.